Sicherheitsscanner B. Den haben wir. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das lobe ich mir. Geil. Perfekt. Das Überschreiben löst keinen Alarm aus. Ich wusste immer schon, dass das Vertrauen der KVA in die Technik ihre größte Schwäche ist. Aber natürlich. So, warte mal. Kann noch mal ein paar Medikits holen. Scheinbar dabei bin. Komm, wir haben schon wieder 1125. Zwei Unruheherde brauchen wir, glaube ich, noch. Ich guck gleich mal wegen, Philly Alpha, bitte komm. Fahr fort. Sagen wir mal, wir hätten einen Goliath. Wie zum Teufel wollen wir ihn haben? Wir sind nicht in Besitz einer solchen Technologie. Nein, aber wir haben Heather. Wenn es jemand kann, dann... Ich schau mal eben jetzt auf die Karte. Was wir alles noch machen müssen. So, links am Bildschirm. So, wir haben 5. Warum ist es jetzt auf einmal so ruhig? Natürlich im Hintergrund. Bei mir fährt erstmal ein Motorrad vorbei. So, 5 von 13 diese Blitzdinger, diese Missionen. 3 von 10 Radius, 5 von 10 Fahrzeugen. Ach du heiliger Strohsack. 1 von 3 Unruheherden und 6 von 15 Snipern. Also haben wir noch jede Menge zu tun. Hier ist gerade ein Radio auf dem Weg. Ich markiere den mal. Ich mach das mal. Hier oben ist auch noch ein Radio. Haben wir, glaube ich, vergessen. Hier oben haben wir im Prinzip generell keine Radios mehr. Wir haben nur diese drei, also hier, hier und hier. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal das hier, weil dann haben wir das. Und dann gehe ich nach hier, mache die Mission von der Mission aus dann hier zum Radio. Ich glaube, das ist ein guter Deal. Ich glaube, dass, ja. Hey, du ziehst wohl das Let's Play in der Länge. Mach ich nicht. Doch, machst du wohl. Nein, dann guck woanders. Ne? Ich spiele ja so, wie es mir gefällt. Ne? Das soll ja... Mir soll es ja Spaß machen. Euch soll es natürlich auch Spaß machen, zu gucken. Na? So, hier oben ist es. Ich frage mich, wie ich da reinkomme. Wahrscheinlich wieder oben drüber klettern irgendwie. Alter Schwede. Komme ich denn da hin? Ja. Wir brauchen mehr Typen. Hallo? Kannst du... Ja. Kannst du mir mal sagen, wie ich da oben reinkomme? Hallo? Wieder ein schöner Tag. Sag mir doch mal, wie ich da reinkomme. Och, Mann. Hier geht's nicht rein. Hä? Komme ich denn da rauf? Ja, kannst du mir sagen, wie ich da reinkomme? Ich würde gerne das Radio mitnehmen. Ah, hier vielleicht. Huch, hallo? Mülltonnen habe ich gerade gar nicht gesehen beim ersten Rundgang. Hallo, ich will das Radio mitnehmen. Na. Unsere Situation ist so lang. Ach, hab ich. Cool. Einfach mal spontan beim Vorbeispringen habe ich das jetzt einfach mal. Habe ich das jetzt einfach mal kassiert. Aber läuft, würde ich sagen, ne? Gut, ist zwar jetzt eine. Warte mal, haben wir hier noch ein. Weil ich schaue nochmal eben schnell auf die Karte. Haben wir noch ein Motorrad in der Nähe? Ah, schade. Ach stimmt, ich habe das ja ziemlich... Warte mal, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Stimmt, da habe ich ja ein Motorrad genommen und habe das anschließend gemacht, ne? Ich glaube, so mache ich das auch. Ich glaube, wir machen das wieder zum Schluss mit den Radios. Das ist, glaube ich, besser, weil, weil es, glaube ich, besser. Weil dann kann man nämlich schön mit dem Motorrad die ganzen Dinger... Ganzen Radiostationen abfahren und so. Und das geht dann viel, viel schneller von der Hand, als wir rumzulaufen, weil das dauert ja ewig. So. Hier waren wir gerade gewesen. Ich stehe auch ein Moped rum. Ich lasse es mal Moped liegen. Obwohl, warte mal. Trifft sich gerade gut, dass da eine Rampe ist. Ich ja, der Motorradfahrer schlechthin. Der seine Motorradkünste eindrucksvoll unter Beweis stellen kann hier in diesem Let's Play. So, juppie. Oh Gott, das wird so schief gehen. Das ist das Letzte. Sobald du es gehackt hast, kannst du mit der Monorail fahren. Vorausgesetzt, unsere Software funktioniert. Mit der Monorail fahren? Ich möchte aber noch nicht mit der Monorail fahren. Ich möchte erst die Gebiete clearen. Ist das hier lang jetzt? Ah, hier. Klettern. So.
Jawohl. Jawohl, Leute. Das Hacken ist eigentlich relativ einfach. Man muss nur Sicherheitsscanner C. Ja, das Hacken ist relativ einfach, da wir... Hervorragende Arbeit, Brady. Die Scanner wurden neutralisiert und die KVA weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Jetzt müssen wir dich nur noch in einen Zug Richtung Ashgate setzen. Ja. Zu deinem Glück habe ich dafür auch einen Plan. In der Nähe gibt es eine alte Wartungsplattform. Sie wurde bei den Unruhen vor 2 Jahren beschädigt, aber wenn du sie erreichen und wieder mit Strom versorgen kannst, werden sie die Züge als gültigen Stopp erkennen. Ist um einiges leichter, als auf einen fahrenden Zug zu springen. Das siehst du doch sicher auch so. Ich schicke dir die Position auf dein Smartphone. Mach dich auf den Weg dorthin. Ich muss dafür sorgen, dass es einen leeren Zug gibt, in den du einsteigen kannst. Ja, schön. Und das ist, glaube ich, unser Stichwort, um jetzt anzufangen, alles zu clearen, weil ich glaube, dann geht es nämlich schon direkt ins nächste Gebiet mit dem Zug. Und ich frage mich, wann diese Upgrades für die Waffen kommen, die ich gerade gesehen habe. Was wollte ich gesagt haben? Achso, ich wollte gesagt haben, wegen den Scans. Man muss nur die Sticks in die richtige Position halten, beide gleichzeitig, und dann ist das Hacken abgeschlossen. So. Dann werde ich nochmal, ich glaube, ich muss niesen, oder? Warte mal, ich glaube... Ja, ich musste kurz niesen. So, dann können wir das Radio mitnehmen. Das liegt hier irgendwo. Bestimmt auf dem Bagger, ne? Oder? Ah, hier. So. Dann werde ich mir jetzt als erstes jetzt erstmal ein Motorrad holen. Da unten ist das nächste Radio. Kann ich auch mit dem Handy die ganze Zeit in der Hand rumlaufen? Lalalala. Oh ja, Selfie. Oh ja, Selfie. Selfie, Selfie von der Monorail. Ich mache Selfie. Du machst Selfie. Huch. Ich bin Japan-Mann. Ja, ich bin Japan-Mann. Ich mache Foto. Klick, klick, klick. Die Norks haben hier eine Duster-Startplattform errichtet, mit der sie Gasangriffe auf die anderen roten Zonen durchführen wollen. Du schon musst wieder? Sie zerstören, bevor die scheiß Duster abgefeuert werden können. Ja, warte mal eben. Ich hab, ja, ich kann gerade nicht. Ich muss gerade hier die Duster eben zerstören. Mal Glück gehabt. Saubere Arbeit, Brady. Nimm mit, was du tragen kannst und schau, dass du da abhaust, bevor die Verstärkung eintritt. Hui. Da ist er gerade explodiert. Das geht echt schnell, wenn man so einfach so eine Granate da reinwirft. Hui. Sehr schön. Vor allem gibt das auch Kohle. Und wir machen die Unruheherde, clearen wir quasi auch gleichzeitig damit. Ganz wichtig, gleich Motorrad. Damit es ein bisschen flotter von der Hand geht. So. Wo war ich? Hier ist sogar... Ach, guck mal an, hier sogar... Wenn ich schon hier bin, kann ich die auch abluden. So, warte mal. So, hier. So, da haben wir das Moped. Und dann, hallo, ich würde gerne... Er kann das Handy nicht in der Hand nehmen. Sicherheitsvorschrift, während er auf dem Motorrad sitzt. Ist klar. So, hier ist das Radio. Kann ich eigentlich auch hinlaufen, aber ich bin faul. So. Hui. Ah ja, hier oben. Frage ist jetzt... Kommen wir hier nach oben? Es war dumm von mir, das anzunehmen, dass man da nach oben kommt. Ich, ja. Hm. Wir kommen bestimmt hier durch, oder? Ja. Aber hier waren wir hier schon mal? Nee, ich glaube nicht. So. Ach, hier. So, dann markiere ich mal eben... Alter, wie geil das aussieht. So, dann markiere ich mal eben unseren nächsten Point. Das wäre hier. Da haben wir wahrscheinlich weitere Radios, wollte ich jetzt gerade. Weil ich glaube, ich wollte irgendwie Radio und irgendwas mit Waden sagen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich weiß es nicht. Das Radio. Das nächste Radio.
So, fahren wir mal zum nächsten. Ach nee, ich glaube Station. Station und Radio wollte ich, glaube ich, sagen. Wadi. So. Wadio hier, Wadi. Du hast mich nicht gesehen. Ciao. Ich mach mal eine Fliege. Ich mach eine Fliege. Fliege. So. Ah, da kommen wir mit dem Hacktool eigentlich hier rein. Manche Objekte, wie etwa Luftschächte, können mit einem explosiven Guerilla-Werkzeug zerstört werden. Haben wir das eigentlich? Hacker? Ablenkung? Sprengstoff? Sprengstoff vielleicht? Geht das? Oh. Nee, doch, hat funktioniert. Ich werde bekloppt. Ich glaube, hier rechts neben uns steht jemand. Der möchte... Oder auch nicht. So. Wir müssen hier rein. Hier sind irgendwelche, ich wollte gerade sagen Teamkollegen, aber ein paar Kollegen hier, die stehen hier vor. Hat der uns gesehen da oben, weil der schon auf uns zielt? Hä? Alter, was? Wieso? Wie kommt der? Egal, dann räumen wir auf. Ist mir egal. Da war doch gerade einer da oben, oder? Ja. Den schieße ich erstmal in den Sack. Alter, was? Wo? Hier muss man so aufpassen, weil man hier so schnell Leben verliert. Alter, wo? Da oben. Ich sehe nichts, das ist das Problem. Weil ihr die Scheißhauswolke mal die ganze Zeit, Alter, wo denn? Da. Junge, der Krieg ist hier. Nicht aus dem Fenster gucken, währenddessen. Hier scheint auch jemand zu sein. Ah, da oben. Da sitzt jemand. Ich dachte, die Tanks explodieren. Na, wo ist er denn? Hallo? Also die Schlausen sind sie nicht. Das möchte ich mal so anmerken. So, abgabeln. Da hinten scheint noch jemand... Kommt da jetzt jemand die Treppe runter, oder? Hallo? Wo ist er? Da. Bleib doch mal hier. Hey, ich hab da was für dich. Bleib doch mal stehen. Wo ist er denn jetzt? Ich versuch mal irgendwo einen zu sehen, aber irgendwie... Weil ich trau mir nicht nach vorne, weil dann knall nämlich dann ab. Wie gut, dass ich in der Sonne so viel sehe. Naja, gut. Da, guck mal. Ach, jetzt rennt er wieder weg. Ich glaub das nicht. Hab ich den? Warum ist der rote Punkt so groß hier oben über mir gerade? So, jetzt ist mir das egal. Jetzt renne ich nach oben. Jetzt bin ich sehr gespannt, was hier oben auf mich wartet. Wahrscheinlich eine Menge Action. Alter, was? Was? What the fuck? Was war das denn? Ich habe überhaupt nichts gesehen. Oder war das... Ach, das war bestimmt so ein Flammenwerfer-Typ. Deswegen wird dieser große rote Punkt, ne? Kann das sein? Okay. Ja. Du mich auch. Muss mal eben Munition mitnehmen. So. Das gibt's doch gar nicht. Mach dir keine Sorgen. Das ist ja unfassbar. So, hier ging es nach unten.
Habe ich das jetzt noch markiert auf der Karte oder ist das... Ja, ist noch markiert. Da war doch tatsächlich so ein Flammenwerfer-Typ. Warte mal, machen das mal anders. Wenn wir schon dabei sind, ne? Die Basis aufzuräumen, kann ich das auch aus der Ferne machen. Aus der Ferne, aus der Ferne. Aus der Ferne, Ferne. Sitze ich in der Kaserne. Motorrad wäre hier mal ganz nice. Weil ich glaube, drüber laufen und springen geht nicht, oder? Tyrannimo! Nein, das funktioniert nicht. Aber ein richtig gutes... Was? Wer hat mich denn da gesehen? Richtig gutes Scharfschützengewehr wäre mal ganz geil. Da. So, ciao. Aber hier kann ich rauf, ne? Ja, hier geht's. So, mal kurz gucken. Die Basis scheint schwerer bewacht zu sein. Obwohl, hier ist... Interessiert keinen hier die Wachtürme. Die sind... Oh, wie cool. Aua, was? Wo? Wo denn? Wo? Ach, da oben. Oh, warte ab, du kleiner Lümmel. Guck mal, wie er sich duckt, der Drecksack. Komm, zeig dich. Komm, zeig dich. Das gibt's doch nicht. An diesen einen verfickten Pixel bleibe ich da hängen. Jetzt aber. Das gibt's doch nicht. Okay, wenn du nicht willst, machen wir es anders. Komm, steh auf, zeig dich. So, jetzt aber. War noch so ein dämlicher Sniper da, ey. Ist ja unglaublich. Die da rumsnipern. Hier sind wir vorhin reingegangen, ne, oder? So. Nee, hier waren wir vorhin nicht drin. Wir sind woanders. Was ist das denn hier? Ach, hier ist ein Fahrzeug. Das müssen wir zerstören. Wie praktisch, dass ich hier gerade meine Granaten in der Hand habe. So. Das musst du in den Fahrzeugen zählen. Das können wir hacken da, ne? Warte mal, ich probiere das mal eben, ob das geht. Cool, das funktioniert sogar. Oh, wir kriegen Besuch. Alter, was? Ich wollte schon sagen, treffe ich ihn nicht oder so? Der Flammenwerfer-Typ ist schon wieder in... Der Flammenwerfer-Typ ist schon wieder unterwegs, glaube ich. Hier muss doch... Oder ist der oben? Alter, was? Wo? Ach, da. Ich glaube, der lebt noch. Glaube ich zumindest. Ja, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Und wir sollten uns mal heilen. Ah, ich habe das Tor damit geöffnet mit dem Hackmodul. Das ist natürlich klasse. Da kriegen wir natürlich jetzt Hilfe. So, ich versuche mal oben rüber zu gehen. Ich muss unbedingt den Flammenwerfer-Typen erledigen vorher. Hier gehört zu. Da hinten ist ein Sniper. So. Je mehr Hilfe hier ist für uns, ist natürlich super. Hier muss irgendwo der Typ sein. Wo ist der? Ach, da. Alter, was? Lebt er noch? Jetzt weiß ich, wodurch ich gestorben bin. Wenn das hier runterknallt, dann brennt das, ne? Kann das sein? Beeil dich. Okay,
Okay, jetzt brennt es komischerweise nicht. Aber egal, ich drehe mal eben schnell das Rädchen. Ich glaube, dann haben wir die Basis soweit. Oh Mann. Na, dreh doch. Dreh doch weiter an dem Rad. Eieieiei. Alle, die helfen können, sollten sofort aufbrechen.